okay, hi. Ich habe 12.000 Seelen, merke ich gerade mal so. Krass. Ja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls und was wollte ich gerade erzählen? Achso, ich wollte Hot Wheels Mechanics spielen und das startete vorhin einfach nicht mehr. Das heißt, ich musste es nochmal deinstallieren und wieder installieren. Das hat dann funktioniert. Zuerst konnte ich es nicht reinstallieren, weil irgendwie mein PC dumm war. Ich habe ihn neu gestartet und dann hat es funktioniert und jetzt konnte ich es vorhin noch aufnehmen. Juhu. Ich habe das ganze Spiel in ungefähr 55 Minuten aufgenommen. Cool, ne? Ja, gut. Ansonsten geht es jetzt weiter mit Dark Souls. Wir haben ja das letzte Mal die Sangesdämonen zuletzt besiegt und jetzt können wir auch da mal weitergehen. Noch ein kurzes Spiel nötig. Nee, nee, nee. Nee, ich hab so mal damit gerechnet, dass ich in zwei Folgen da durchballer, aber ich werde das wohl in drei schneiden. Ja, bis dahin. Ist dann halt mal nur zwei Videos am Tag. Steinigen mich. Und morgen kommt dann noch das Stuntman-Special, ne? Aber nee, ich habe mich schon dafür entschieden. Ich werde Stuntman nochmal eine Chance geben. Aber halt in Form eines Emulators, damit ich Saves daten kann. Weil, diese Einstellung, die war so eine Scheiße. Ach nee, ach komm schon. Oh. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal so weiter. Der wichtigste Ring ist ja noch intakt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat mir gerade Damage gemacht? Ja, okay, das habe ich verstanden. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Nee, noch nicht. Was war das denn gerade? Okay, hier ist irgendein kaputter. Wieso hast du jetzt auch noch einen Ring scheinbar kaputt gemacht? Irgendwie ist ein Effekt hier gerade kaputt gewesen, aber egal. Ich hoffe jetzt einfach, dass jetzt hier hinter irgendwo noch ein neues Lagerfeuer halbwegs ist, damit ich dann zurückreisen kann. Das ist jetzt so meine Herangehensweise hier. Mal schauen. Folge 1 schon, ja. Warum höre ich hier noch ein Singen des Drecks wie ich? Ich kann hier lang, das ist interessant. Oh. Oh, aber hier ist ein Lagerfeuer. Ja, gut, dann benutze ich den jetzt mal. Ja, vergifte mich ruhig. Ist mir im Zweifel auch einfach egal. Oh. Ist mir nicht egal. Naja, es ist wenigstens der Weg frei, ne? Das Kampfbrot. Ach ja. Naja, gut. Hier bin ich schlecht heute. Bin mal gespannt, wie es heute läuft. So in general. Wir haben ja jetzt, Stand jetzt, ich glaube, 23 Bosse besiegt von 29 im Main Game. Ich weiß nicht, warum ich da gerade übrigens nicht hochkam. Ja, dann sind die Seelen jetzt halt weg. Coolio, ich lieb's. Oh, die Stelle ist gerade scheiße, ich hab keinen Bock. Mann! Jetzt bin ich doch einfach da durch, ihr Wichser, ey. Boah, ich bin jetzt schon geladen. Könnte damit zusammenhängen, dass ich mich immer noch nicht so ganz vom Fohlen beruhigt habe. Boah, Alter, ey, war das eine gequillte Scheiße. Unglaublich, wirklich. Ah! Still. Find's halt witzig, dass der Kollege da rechts auch nur zwei Schläge aushält. Naja, also ja, wie gesagt, wir haben jetzt 23 Bosse von 29. Nee. Doch. Nee, hä? Nicht. Warte mal.
Nein, von 33 oder so. Was laber ich? Ach, ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Wir spielen jetzt einfach, meine Fresse. Und gucken, welche tollen Boss uns heute begegnen. Ich denke, ich werde es merken, wenn wir dem Boss gegenüberstehen. Dass wir dann rechtzeitig noch in DLCs reinlaufen können. Und hier ist irgendwie die Übersicht verkackt, verbuggt. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist die GBA-Version besser, dahingehend. Die Fahrphysik ist halt absolut zum Kotzen gewesen in Stuntman. Wirklich, das ist nicht mehr normal. So bescheuert. 3 Folgen GTA. Also 3 Stunden. Entspannt. Ja gut, ich habe heute eine Folge. Nee. Stuntman ohne Erfolg aufgenommen und halt dann noch Hot Wheels, was ja dann jeweils auch beides halt jeweils ungefähr 50 Minuten war. So. Geht doch. Ja, ne? Nee, jetzt nehme ich nämlich auch mit Gast auf. Nice, wer jetzt? Wolverus? Der spielt auch gerne GTA. Nicht aufsteigen. Was mache ich? Reparieren. Reparadieren. Radieren. So. Ja. Ups. Boah, 5000. Nee, 6000. Ja, noch 5000. Nervt schon etwas. Das war vielleicht zu viel. Nee. So, das sollte, glaube ich, reichen. Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Ich habe mich verrechnet. Ja. Maul halten. Weil der Ring gar nicht so wichtig ist, ne? Ich glaube, es ist der, der mir einfach nur mehr Sehen bringt, aber. Naja, ne? Haben oder nicht haben. So. Dann können wir jetzt wieder zurück hier. Ich glaube, hier war das hoffentlich. Metall-YouTuber. So, bald kann ich endlich mit Persona weitermachen. Hi, Tobi. 2 Spiele kurz vor Platin. Wie kannst du es wagen, mir nach 2 Stunden noch nicht zu schreiben? Tja. So, du warst noch Persona steht. Hot und wahrscheinlich dann Persona, oder? Tut mir leid, Julian. Aber dann antworte ich hier nochmal mit einer Sache, die du nicht weißt, nämlich ich habe schon noch jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich werde demnächst dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, aber dann halt in Form eines mit einem Emulator, damit ich halt einfach speichern kann. Damit, wenn ich denn mal einen halbwegs guten Run habe, das auch mal irgendwie abspeichern kann, weil das ist irgendwie immer Glücksspiel. Ja. Aber demnächst, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe. In meinem Leben, hoffentlich. Ich kann ihn nicht treffen. Ach komm schon. Okay, raus 150. Klar, mein Messer. Und vielleicht auch im Stream. Ich muss mir das mal überlegen. Weil da bin ich ja immer ein bisschen. Naja, was heißt motivierter, aber. Da gebe ich nicht so schnell auf. Bin nicht so ein Loser.
Naja, gestresst, ich muss einfach immer noch eine Uni, habe ich meine Hausarbeit dazu schreiben und so. Ja, das ist eigentlich alles. Plus halt, ne, Tears of the Kingdom, es war halt so der Gedanke, dass ich es halt dazwischen spiele. Schnell, und deswegen denke ich mir so, ah, das passt ja dann jetzt wieder nicht und jetzt erst gar nicht, und deswegen, wenn es das jetzt quasi nochmal wieder nach hinten verschiebt, denke ich mir so, nee, dann mache ich das, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, dann kann ich im Spiel auch mehr, dann wäre ich mit Spiel vielleicht auch gerechter, dann werde ich so durchhasseln. Ich mag die Stelle nicht. Beim Dulli-Schwert komme ich da halt nicht ran an die Scheißviecher. Dulli-Schwert. Nein, es ist ein gutes Schwert, aber die Reichweite, also die Hitbox, nennen wir es mal so, ist nicht so die geilste. Und wir jetzt uns so Emma Lost in Memories heißt das. Oder so. Das ist ein weirder Gegner. Worms. Welches Worms? Nicht, dass ich Ahnung hätte von Worms. Worms. Worms World Party. Aber will ich hier eigentlich lang? Weil irgendwie, warte mal. Bevor ich weitergehe, ich gucke mir nochmal hier den La... Hoppala. Das da an. Was ist da eigentlich? Bei dem da. Wahrscheinlich komme ich da hinten gar nicht hin. Wahrscheinlich ist das einfach das Geheimnis. Ach, komm schon. Doch komme ich, okay. Worms PS4. Ah ja. Gib mehrere. Battlegrounds. Wo will ich jetzt lang? Ach, dann geht's erstmal hier lang. Noch habe ich PS Plus, ne? Das nächste Gebiet müsste irgendwas mit Untot heißen. Undead Crypt, nee. Falsches Souls-Spiel. Aha! Gruft der Untoten. Wird mal wieder Zeit für den Kollegen, okay. Was geht ab? Fehlen noch Zahnräder und 100 Wins. Und sich gar nicht erschrocken hat. Ich weiß nicht, wie das geht, sich zu erschrecken. Nein, das stimmt nicht. Ich habe das nie gelernt. Kann ich den angreifen? Was wird dann passieren? Nee, lieber nicht. Ich jag meinen eigenen Schwanz. War das ein Ja von Leon? Das war ein vielleicht. Ist das einfach. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin der Ja-Sager. Wenn Rick, der Nähe, schon mal ist hier, dann noch
Ich habe schon herausgefunden, dass Vendrick, glaube ich, ein optionaler Boss ist, ne? Zumindest ist seine Trophäe weniger prozentig als die des Durchspielens, deswegen. Also, ich habe 1440 Seelen und 1440 P. Ich guck mal, dass ich mir Worms Battlegrounds auftreibe. Gibt es eine physische Version davon? Wahrscheinlich schon, ne? Du meinst vorhin bestellen, weil dann holt ihr vielleicht so. Wahrscheinlich kostet das nicht mal viel, oder? Oh, hi. Ich muss schon seit langem noch Worms auf der PS3 spielen. Endlich ist das Lagerfeuer zur Müllverbrennung nutzbar. Dauert wohl noch extrem lange. Ja, mit 20 Euro digital. Gibt eine CD. Eine CD! Auf CD wird das ausgeliefert. Das ist ja nett. Ich mochte es gerade, wie ich einfach auch das Licht damit ausgemacht habe, quasi. Hier ist eine unsichtbare Wand. Nein, schade. Es gibt eine App, wo man alle seine Spiele eintragen kann und den Wert berechnen kann. Oha! Jetzt ist er wütend. Ich verstehe. Der hat aber auch dicke Klotzdinger. Aber ich bin trotzdem immer tot. Ich habe safe den Dix auf jeden Fall. Aua, der hat meine Energie abgezogen. Ist ja übel. Also, Ausdauer. Hier, zack, Ausdauer weg. Vergiftet? Wer hat mich wie vergiftet? Ich wollte ihn killen und dann mich schnell heilen. Aber sie hatte noch ein Pixel Energie, was ich nicht erwartet habe. Mach unter keinen Umständen Licht dort an. Ich gehe davon aus, du meinst über Fackel, das mache ich ja sowieso nie, von daher alles gut. Und ich hoffe, dass jetzt einfach mal der dicke Gegner da jetzt schon weg ist. Weil jetzt ja auch nicht so das Problem war, muss man ehrlich sagen. Ich bin das Problem. Meine Güte. Puh. Das willst du nicht. Okay. Okay, Boss. Niemand da? Niemand zu Hause? Letzte jetzt nicht getroffen hat, ist schon ein bisschen fake irgendwie. Also so vom Schwierigkeitsgrad her könnte, hätte das auch ein Bossgrad sein können. Ja, ich mache mich über das Spiel lustig.
Das ist korrekt. Ach komm schon. Was geschieht und warum? Ja, ne? Ah, ich kann auch in ihn reinrollen, nett. Oh, was ist mit der Kamera los? Hallo? Ich wähle heute mal einen anderen Weg. Ich wähle den Weg. Einfach mal vorbeirennen. Das ist viel besser, oder? Hm. Halt! Okay, Boss. Du hast geredet, glaube ich. I am Ogdain, Guardian of the Crypt. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death. And watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here, some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now they're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former King of Light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence, and I will lend you my hand. Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Klingt cool eigentlich. Muss ich hier irgendwie so. Also die Sachen kaufen, damit irgendwas passiert. Crude human. Do as you please.
Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal weiter. Beende auch gleich diese wunderbare Folge, in der wir schon so viel erreicht haben. Ja. Oha. Ja. Gehen wir da beim nächsten Mal rein. Der ist nur für manche Zaubereien und Hexereien so einem Quatsch wichtig. Okay. Oh, da geht's auch gar nicht weiter. Das ist auf jeden Fall relevant. Max krank. Weiß ich nicht. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.